Lene Balleby tritt zurück. Königin Mary und König Frederick müssen sich von ihrer langjährigen Vertrauten verabschieden. Eine enge Vertraute von Königin Mary und König Frederick tritt zurück. Diese überraschende Nachricht aus dem dänischen Königshaus sorgt für Aufsehen. Lene Balleby gibt ihren Posten als Kommunikationschefin auf. Ab dem 1. Februar 2025 müssen König Frederick und Königin Mary eine neue Leiterin für die Pressearbeit finden. Lene Balleby galt als enge Vertraute und Stütze für das dänische Königspaar. Mit 67 Jahren scheint sie nun allerdings den Ruhestand anzustreben. Es wird weiterhin daran gearbeitet, einen Ersatz zu finden, teilt das Königshaus in einer Presseerklärung mit. 17 Jahre im Dienst der dänischen Royals, Lene Ballebys bedeutende Rolle. Seit 2008 war Lene Balleby für die Öffentlichkeitsarbeit der dänischen Royals verantwortlich. In dieser Rolle unterstützte sie Königin Mary, König Frederick als auch Königin Margrethe durch zahlreiche Krisen. Darunter fielen der Titelentzug für die Enkelkinder von Königin Margrethe sowie der unerwartete Thronwechsel. Besonders in turbulenten Zeiten stand Balleby den Royals zur Seite. Wie auch bei dem Skandal Ende 2023, der König Frederick und Königin Mary in die Schlagzeilen brachte. Es kursierten Gerüchte über eine Affäre zwischen König Frederick und der Mexikanerin Genoveva Casanova. Paparazzi-Fotos aus Madrid lösten Spekulationen über die Treue des Royals aus. Der Palast entschied damals, nicht auf die Gerüchte einzugehen, um die Gerüchteküche nicht weiter anzuheizen. In einer offiziellen Stellungnahme betonte das Königshaus: Wir pflegen seit Jahren die Richtlinie, dass wir Details in Bezug auf den Datenschutz nicht kommentieren oder bestätigen. Weiter hieß es, wir möchten unsere Verpflichtung betonen, die Privatsphäre von Familienmitgliedern des Königshauses, einschließlich des Kronprinzen, zu respektieren.